Ja. Also. Hallo. Ah, da bin ich gerade zu warm. Ich schwitze gerade, weil die Kamera noch ein bisschen hecher gestellt habe. Und dann habe ich einen Tisch ausgemessen und überlegt, und soll ich das jetzt machen, soll ich das jetzt nicht machen. Ja, also ich habe jetzt ein paar kleine Projekte vorzogen, einfach die Kürze da, die ich schnell abarbeiten kann, die nicht so lang dauern, wo ich nicht weiß, wo ich nicht ausmessen muss und mir Sorgen machen muss, dass es gar nicht zeigt. Wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich den Video-Ding wieder einbauen muss, weil das Puzzle einfach zu groß ist. Also die Videosituation ist nicht ganz so wie bei der Spirit of Flight. Die war auch 2000er Puzzle. Aber es ist ein bisschen hecher. Nur die Breiten passt nicht auf. Das heißt, wir werden zwar bauen, aber irgendwann wird es den Himmel nicht mehr sehen. Oder den Boden nicht mehr sehen. Ich werde es erst zusammenbauen und das rausnehmen, wenn ich weiß, in was für Höhe das ich haben will. Vielleicht mache ich dann von oben noch ein schönes Foto, dass man schon ein Standbild drin hat oder so. Oder ein kurzes Video, wie es ausschaut von oben. Also Ganze. Der Bauprozess wird immer auf dem Film sein, aber eben, es kann sein, dass ich dann irgendwann einmal die Wasserlinie, also die Wolken und Himmelebene einfach wegschneide, weil die dann unten weiterbauen will. Ich werde sicher mal zum Teil nämlich von unten runterbauen, nämlich diese blauen Teile sind relativ gut zum Aussortieren. Das Schiff und dieses Teil, das heißt, ich werde den Teil sicher gleich am Anfang bauen. Einfach weil ich auch dann nicht mehr nach oben greifen muss und ich kann es nach oben schirmen und das oben ist fertig. Da ein bisschen in der Ecke habe ich ein bisschen Probleme, aber ich glaube, den Busch werde ich sowieso. Ich werde die Teile aussortieren und beide Büsche höchstwahrscheinlich dann bauen und dann irgendwo auch unten bauen und dann aufschirmen und so weit ist. Genau. Das heißt, wir fangen halt mit diesem 2000er Teile Puzzle an. So, jetzt habe ich schon angefangen zum Strategien durchmachen, aber ich habe schon so viel im Kopf deswegen, weil das Puzzle eh schon ewig bauen wird. Jetzt in den letzten Wochen sicher mal zweimal, dass ich mir gedacht habe, ich will es unbedingt bauen. Ich muss aber schauen, dass die Kamera noch hell genug ist und ich muss schauen, dass ich die Zeit und die Muße dafür habe, weil manchmal sitzt ihr halt hier und wisst ihr schnell das Puzzle bauen und nicht. Also wenn ich dann 3 Stunden dran war, ist es für mich schnell. Aber es ist halt kein Projekt, wo ich jetzt sicher 2-3 Tage mindestens sitzen werde, wo jetzt zum Sortieren schon alleine eine halbe Stunde brauche. Ja, das ist halt einfach mental ein bisschen was anderes. Schauen wir mal rein. Also, es ist von John Cosby an der Küste oder The Coast. Eigentlich ist es so richtig schön, ich weiß nicht genau, ob es in Kalifornien genau so ist oder so, aber für mich ist es eher so Griechenland, Insel, Italien. Weil es einfach mehr liegt. Oder Kroatien, das ist, obwohl solche schönen Häfen gibt es normalerweise dort nicht, weil es ist, schaut aus wie ein kleiner Ort und man kann auch Wochen mit so viel Segeljachten. Also eigentlich sind das Segelboote, Jachten sind es wahrscheinlich nicht. Aber es ist auch farbenfroh, das heißt eigentlich von den Häusern, dass nicht alle weiß sind, das ist auch irgendwie normalerweise, das sind gerade in diesen Griechenland-Inseln und da werden halt mehr weißer, obwohl es in der Sonne zur Zeit ausschaut. Und der alte Weg, der gepflasterte Weg, der auch eher auf das Ohr Altstadt schmutzen lässt. Und eben das Meer und der Himmel und die mediterranen Pflanzen, hätte ich gesagt, weil normalerweise ist dieses Überwuchernde mit den vielen großen Blumen, das ist normalerweise gar nicht in ganz so dünn, das ist ja kein englischer Gartenstyle, aber du musst die Sachen ja normalerweise gießen, sonst wachsen die dort auch nicht, weil sie haben noch zu wenig Wasser, aber es ist immer so, dass der Wassermangel ist. So, dann nehmen wir es mal raus. Wie
man schon sieht, ist so ein bisschen öde aus. Es ist von 1995, wenn mir das zeigt, das habe ich auch schon mal nachgeschaut. Ja, 1995. Ist natürlich ein Copyright von dem Maler oder so, eine Lizenz. Ja, genau. Und das ist neu in Frankreich gemacht worden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder schlecht. Aber ich glaube, das letzte, was ich gebaut habe, aus dem Jahr, was vom Film, was war das? Das war das war 1000er, das war so alt, das ist dieses Zaubergarten. Der war echt gut von der Qualität her. Der hat mich fast überrascht. Und da haben wir überall noch die Katze drinnen. Tja, okay. Ich glaube, das Grummel damals genug. Ich mache das eh nochmal auf dem Weg zum Sortieren. Ja, wie gesagt, klare Strategie, ich werde es diesmal aussortieren. Ich zeige jetzt bitte nicht nochmal, aber es ist halt so, dass ich wirklich mal schaue, dass ich mit dem Hümmel anfange und mit dem Meer und mit den Booten und mit dem einzelnen großen Haus, dass man aussortieren kann. Ich hoffe, man kann es gut aussortieren. Das sind doch viele Teile. So. Staub. Ja. Na, der Zaubergarten ist in Deutschland produziert. Also, schau mal, ob Frankreich besser ist als Deutschland. Oder Frankreich schlecht ist als Deutschland. Okay. Jetzt habe ich auch gesehen, dass die genaue Anzahl im Puzzle da irgendwo steht. Ist es? Da steht zwar nur 2000 drauf, bei dem anderen ist mehr drauf gestanden und mich gewundert. Na, die sind wohl auf 2000 drin. So, da. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Es wird ein paar Tage dauern. Vielleicht fange ich gerade Arbeit, dass ich euch mal sage, was ist. Also heute ist Donnerstag. Wenn ihr bloß wisst, was für Tag. Das sind meine Haare. Mist. Ich will keiner wissen. Ich hab nichts gesagt. Ja, heute ist Donnerstag auf jeden Fall. Und wenn ich morgen weiterarbeite an der Stelle, dann sage ich dazu, dass ich nächsten Tag anfange. Diesmal möchte ich ein bisschen so einwerfen. Also, Bauprojekt. Ich meine, es ist jetzt kein 6000er, es ist jetzt kein Riesenprojekt, wo man sicher eine Woche oder länger oder 2 Wochen oder 3 Wochen oder länger oder ein paar Monate braucht. Aber ich fand es trotzdem recht nett, einmal einfach jeden Tag, wenn ich wieder anfange, einen Bauvorschritt, was ich so gemacht habe, was ich mir so gedacht habe. Vielleicht endet ihr nämlich mein Plan, das drehe ich nämlich immer wieder. Und oder dann sage ich euch, was heute am Plan steht. Also heute am Plan steht für mich einmal, ich möchte das Sortieren fertig kriegen. Und wenn es geht, würde ich gerne mal mit dem Himmel anfangen. Das ist jetzt eigentlich lustig, was ich für heute Vormittag schaffen werde. Und ich glaube, Nachmittag werde ich nicht mehr recht viel dazukommen. Mal schauen. Die Teile aussortieren mit und schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich schaffe das halbwegs. Das ist sehr. beim Aussortieren ist man immer so, wo lege ich welche Stapel hin und ich liebe das Wort Piles. Wo lege ich meine Piles ab? Welche soll ich machen? Soll ich die Randteile aussortieren? Soll ich es nicht aussortieren? Soll man es gleich so hinsortieren? Soll man nach dem Büdel sortieren, dass ich sage, okay, ja, das Büdel hat. Also Himmelteile und Wasserteile machen wir dann da und rote Buschteile dann einfach mal in dem Großbereich. Die Teile, die da passen, die Wichteile, da haben wir ein bisschen da auf. Und da ist ein rotes Dach, vielleicht die Bootteile dann da dazu und das Gebäude und das Gebäude da irgendwie. Aber an und für sich, ich meine, das gab wieder ein schönes Foto, aber ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Lust dazu. Vor allem müssen die roten Büschteile aufteilen, damit da auch noch einer ist, damit annähernd ins Büro reinpasst.
natürlich auch die Grünteile dann überall verteilen, damit man das Gefühl hat, es ist ein Büdel im Büdel. Ich werde zwar. Also nach dem Sortieren nimmt man immer irgendwie Loch. So, ich tue das jetzt mal weg. Braucht man wahrscheinlich eh nicht mehr. Oder weniger. Ich mag es nämlich nicht benutzen. Mein Material schon zurechtgelegt. Ich glaube, ich werde mir noch ein paar Blau Papier holen, aber das mache ich erst, wenn ich die ersten Partien schon weg habe und vielleicht die Büsche oder sowas auf einem separaten Papier bauen möchte.
Ja, ich weiß nicht genau, wenn man die Stapel sieht, die wahrscheinlich, aber die weiter unten. Auf jeden Fall war herunter das ganze Wasser und die Wasserberührungen und ein bisschen was von dem größeren Gebäude, aber ich glaube, da fällt mir noch was. Da ist das grüne Gebäude und da sind die ganzen anderen Gebäude, wo das was Gebäude oder heller ist, so wie die Dächer. Da sind Teile, die so holzartig sind und die mit der Steintreppe, also Stein und Holz, also die braunen Teile habe ich da einer sortiert. Dann habe ich da die grünen Teile und da die grünen Berührungsteile sozusagen und die ganz dunklen Teile. Das wird noch lustig. Puh. Ja, und da drinnen sind die Teile, die ich glaube, dass Weg sind. Was zumindest. Wegberührungsteile, Teile da oben in dem Weg, da das anhast, das ist am obersten Eck von dem Gebäude. Ich glaube auch zwei, da sind nicht ganz alle aussortiert, aber die waren so, also die waren so aussagekräftig, dass ich die ein bisschen aussortiert habe. Obwohl ich nicht weiß. Oh mein Gott, ich hab mich. Okay. Und das sind die Teile, die ich glaube, dass zu den Rückenbüschen gehören. Obwohl, ehrlich gesagt, nicht ganz weiß. Das wird wahrscheinlich mit dem Grünen ein bisschen vielleicht. Das sind da auch noch ein paar Teile. Also, das da kommt noch sein, dass die Büsche haben. Aber oh, das da mal. Obwohl das auch so ein bisschen gröberes Dach ist in Orange, dass das auch sein kann. Also. Ja, es ist jetzt Donnerstag am Abend. Ich habe in der Früh angefangen zum Sortieren. Da habe ich dann 1,5 Stunden fast sortiert. Und dann habe ich aufgehört. Jetzt habe ich nur mehr den Rest fertig sortiert. Das wird nicht mehr so lange dauern. Da haben wir wahrscheinlich auch noch mal 20 Minuten. Das heißt, das Sortieren alleine hat schon gehört, schon lange dauert. Ich werde halt nicht mehr anfangen, es ist ausschließlich. Das Licht schlecht und sieht der, ich arbeite nicht mehr mit dem Licht also aus der oberen Deckenleuchte und nicht aus Sonnenlicht. Weil Sonnenlicht gibt es ganz mehr, die Sonne ist schon untergegangen. Und da kann man schlecht bauen, obwohl ich glaube, dass das jetzt eigentlich wurscht war, wenn ich mir sehr viel Zeit tue, dann sehe ich durchs Licht ganz gut, aber. Ja, wir wollen halt essen und dann shoppen. Ich bin fix und alle. Eigentlich würde ich in der Duschen gehen, aber das mache ich halt nicht mehr. Mache wahrscheinlich morgen in der Früh. Haha. Oder ich baue morgen in der Früh anfangen zum Bastelbauen. Ja, okay. Das war's von mir an dem einen ersten Tag. Wir haben eigentlich nur sortiert, aber ich habe nicht mehr Zeit gehabt und ich glaube, momentan reicht mir das auch. Okay. Ha, ich mag es, wenn ich Schattenspiele spielen kann. Dann bis morgen in der Früh und dann fangen wir zum Puzzeln. So, dann. Also, es ist heute Freitag. In der Früh. Wir fangen jetzt mal mit dem Himmel und mit dem Meer und mit dem. Klein. Das kommt mal runter, das braucht man auch noch nicht. Vielleicht schon mal wieder was jetzt haben. Das grüne Haus. Eigentlich ist das schon, ist das aber das Lustigere, dass man gar ein paar Teile zusammenbaut und weil die doch recht gut zum Aussuchen waren. Mal schauen, ob das so bringt. Oh, das passt auf keiner Seite. Das passt aber auch. Thank you.
Freitagabend. Ich würde nur sagen, ich würde nur ein bisschen weiterbauen, weil ich eigentlich den Hümmigern fertig haben wollte. Ich habe gesehen, ich habe meine Aufnahme ist kurz abgebrochen, das Handy auch war. Ich habe geschaut, es fehlen nicht da zwei, drei Puzzle und in Wahrheit ist das so zart da. Wegen die zwei, drei tue ich jetzt nichts mehr tun, sie sehen nicht viel, das fehlt. So, dann geht's weiter. Genau. Weiter. Ich weiß ja, dass der 17. ist. 17. Juli, weil morgen ist der 18. Recht viel Werdegang gewesen, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt fast fertig.
bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas davon schaffe oder ob ich es auf Zeiten lege und lieber was anderes baue. Naja, vielleicht versuche ich noch ein paar wegzubringen, weil ich die Teile noch da habe. Aber ich habe gestern dann aufgegeben, weil zu wenig Licht. Und bei den Teilen, aber eigentlich müsste man die schon sehen. Aber vielleicht. Ich weiß nicht genau, was das durcheinander da ist, wird da eh drin sein. Also wird wahrscheinlich das nächste abbrechen und das werden die ganzen Häuser sein. Das wird eh das da sein. Mal schauen, wie dir das gelingt. Und vorher will ich noch ein bisschen schauen, ob ich noch ein paar Teile anbringe.